Herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge Lasst uns lesen. Für den Start habe ich mir was Schönes rausgesucht. Deutsche Sagen, gesammelt von Brüder Grimm. Einmal hier das Cover. Kurzer Ablauf, Erklärung zum Ablauf. Ich werde hier an der Seite immer einen kleinen Bildausschnitt zeigen zu der Seite, die ich gerade lese, weil wir sind ja immerhin bei Lasst uns lesen. Also könnt ihr dann quasi immer das sehen, was ich sehe. Dazu muss ich sagen, das Buch hier ist im Fraktur geschrieben. Das heißt, dass einige Buchstaben sich immer ein bisschen ähneln. Darum habe ich hier so eine kleine Seite mir ausgedruckt, eine kleine Hilfe, falls ich mich ein bisschen verhaspel. Meine Lesehilfe habe ich auch dabei. Und dann wollen wir mal, ne? So. Das Vorwort überspringen wir. Hier mal noch ein kleines Bild. Das zeige ich euch jetzt gleich hier. Und das Buch ist aufgeteilt in unterschiedlichen Sagen. Und nach jeder Sage spreche ich noch mal ein bisschen was drüber, ne? Unterhalte mich ein bisschen mit euch. Ein bisschen locker hier, ne? Sind ja bei Lasst uns lesen und nicht bei ich lese euch was vor, einfach nur. Ne? So. Die drei Bergleute im Kuttenberge. In Böhmen liegt der Kuttenberg. Darin arbeiten drei Bergleute lange Jahre und verdienten damit redlich ihren Unterhalt. Wenn sie morgens in den Berg gingen, nahmen sie viel alle mit: ihr Gebetbuch, ihr Grubenlicht, das nur für einen Tag mit Öl versehen war, und ihr Brot, das auch nur für einen Tag reichen sollte. Kamen sie vor Ort, so beteten sie, dass sie Gott bewahren möge, und dann arbeiteten sie getrost und fleißig bis zum Abend. Nun trug sich zu, dass eines Tages kurz vor Feierabend der Berg einstürzte und den Eingang verschüttete. Da meinten sie begraben zu sein und sprachen: oh, wir armen Bergleute, wir müssen nun Hungers sterben. Wir haben ja nur ein wenig Brot und für einen Tag Licht. Da befahlen sie sich Gott und erwarteten den Tod geduldig. Doch wollten sie nicht müßig sein, solange sie noch Kräfte hatten, und arbeiteten weiter. Also geschah es, dass ihr Licht 7 Jahre brannte, und ihr Brot, von dem sie doch täglich aßen, blieb so groß wie zu Anfang und wie jener Vorrat der armen Witwe in Zerpat in harter Zeit der Teuerung. Da kamen ihnen die 7 Jahre vor, als wäre es nur ein einziger Tag. Die Frauen der Männer hielten sie aber für tot und meinten, sie würden sie nimmer wiedersehen. Da geschah es, dass einer von den drei Begrabenen so recht aus Herzensgrund sagte: ach, könnt ihr doch noch einmal das Tageslicht sehen, so wollte ich gern sterben. Der zweite sprach darauf: ach, könnte ich doch noch daheim mit meiner Frau noch ein einziges Mal zu Tische sitzen und essen. Der dritte aber wünschte sich: könnte ich doch nur ein Jahr lang mit meiner Frau friedlich und vergnügt zusammenleben, dann wollte ich auch gern sterben. Wie sie so gesprochen hatten, da krachte der Berg gewaltig, und es zeigte sich in Ferne eine Öffnung. Da ging der Erste zu dem Riss, sah den blauen Himmel wieder und das lang entbehrte goldene Tageslicht, sah sich satt und freute sich von Herzen. Darauf fiel er nieder und war tot. Der Berg aber ging immer weiter auseinander, sodass der Riss größer wurde. Da arbeiteten die beiden anderen wacker mit Pickel und Schaufel, hackten sich Treppen, krochen hinauf und kamen endlich heraus. Sie gingen nun fort in ihr Dorf, fanden ihre Häuser und ihre Frauen wieder, aber diese erkannten sie nicht, denn in der langen Zeit waren ihre Haare und Bart ellenlang gewachsen. Unsere Männer liegen seit 7 Jahren im Kutteberge begraben, sagten die Frauen. Da begehrte der zweite Bergmann sein Bartmesser und ein Stückchen Seife, nahm sich den Bart ab, wusch und kämmte sich. Da sah die Frau, dass es ihr lieber Mann war, den sie für tot geglaubt hatte. Sie freute sich von Herzen, ging dann, um ihm sein Lieblingsgericht zu kochen, und beide setzten sich vergnügt zum Essen. Als sie damit fertig waren und das Dankgebet gesprochen hatten, fiel er nieder und war tot. Der dritte Bergmann wohnte ein ganzes Jahr mit seiner Frau in Glück und Frieden zusammen. Aber als es herum war, um dieselbe Stunde, in der er aus dem Berg gekommen war,
fiel er tot hin, zugleich mit ihm und seiner Frau. Also hatte Gott ihre Wünsche ihrer Frömmigkeit wegen erhört. Nun, die sagen, als die Gebrüder Grimm, die sagen, zusammengetragen haben, da war der Bergbau in Deutschland noch sehr mächtig. Das ist er heute immer noch. Allerdings war es früher eben eine ganz andere Nummer. Da ist man halt wirklich mit Schaufel und Axt und Pickel in den Berg reingegangen und hat sich dann mit reiner Muskelkraft reingearbeitet. Das heißt also, die Leute, das war quasi ihr ein ganzer Lebensinhalt. Ne? Die ganze Zeit nach Edelmetallen suchen, von früh bis Abend. Ne? Und das zieht sich hier durch den Buch durch. Und das kommt eben aus dieser Zeit. Und man sieht halt eben auch, dass das Christentum zu der damaligen Zeit noch sehr, sehr stark war. Das ist heute natürlich nicht mehr so, aber früher war das allgegenwärtig. Gut, aber es ist eine schöne Geschichte, oder? Die nächste, der Bergmönch im Harz. Im Mittelalter wanderten viele fleißige Leute aus welchem Land, namentlich aus Benedikt, nach Deutschland, um in unseren Gebirgen nach Edelmetallen zu suchen. Sie trugen Mönchsbekleidung, um vor den Dieben und Räubern sicher zu sein, waren freundlich gegen die Leute und beschenkten die Kinder. Dennoch hatte das Volk eine geheime Scheu vor ihnen. Manchmal wurde ein Gerät gefunden, das sie verloren, oder ein Büchlein, in dem sie die goldreichen Stellen im Gebirge aufgezeichnet hatten, oder Asche und Kohlereste. Zuweilen hörte man ihr geheimnisvolles Pochen und Hämmern tief in Berge. Sie kamen und gingen, und niemand hatte den Mut, ihnen nachzuforschen. Daher bildeten sich über sie wunderbare Sagen. Der Bergmönch schaffte namentlich am Freitag in den Gebirge Graubündchens. Wer ihn dabei störte, wird von ihm gestraft. Im Anneberg hauchte er die Leute mit giftigem Odem an. Im Harz spielte er einem Steiger, der den Bergknappen quälte, übel mit. Er nahm den Kopf des harten Mannes zwischen die Knie, sodass ihm Angst und Bange wurde. Zwei Bergleute arbeiteten immer gemeinsam. Einmal, als sie anfuhren und vor Ort kamen, sahen sie an ihrem Geleucht, dass sie nicht genug Öl zu einer Schicht auf der Lampe hatten. »Was fangen wir nun an?« sprachen sie untereinander. »Wir können nicht im Dunkeln zu Tage fahren, ohne Schaden zu nehmen, denn der Schacht ist gefährlich. Fahren wir aber jetzt gleich los, um uns Öl zu holen, so straft uns der Steiger, der unser Freund nicht ist.« Wie sie so besorgt standen, sahen sie in ganzer Ferne in der Strecke ein Licht, das ihnen entgegenkam. Anfangs freuten sie sich, als es aber näher kam, erschraken sie gewaltig, denn ein ungeheurer, riesengroßer Mann ging ganz gebückt ihnen entgegen. Er war wie ein Mönch gekleidet und trug in der Hand ein mächtiges Grubenlicht. Als er die beiden, die vor Angst stillstanden, erreicht hatte, richtete er sich auf und sprach: »Fürchtet euch nicht, ich will euch kein Leid tun, sondern Gutes erweisen.« Damit nahm er ihr Geleucht und schüttete Öl aus seiner Lampe darauf. Hierauf ergriff er ihr Gezäh, in Klammern Werkzeuge, und arbeitete für sie eine Stunde mehr, als sie in einer ganzen Woche zu Wege gebracht haben würden. Dann sprach er: »Sagt keinen Menschen, dass ihr mich gesehen habt.« Zuletzt schlug er mit der Faust an die Seitenwand. Die tat sich auseinander und die Bergleute erblickten eine lange Strecke voller Gold- und Silberstufen. Der unerwartete Glanz blendete ihre Augen, sodass sie sich abwenden mussten. Als sie wieder hinschauten, war alles verschwunden. Hätten sie ihre Hacke oder ein anderes Arbeitsgerät hineingeworfen, so wäre die Strecke offen geblieben, denn die Geister dürfen nichts behalten, was ihnen nicht gehört. Dann wäre ihnen großer Reichtum beschieden gewesen. Nun war alles vorbei. Doch blieb ihnen das Öl des Bergmönchs, das nie abnahm und ihnen ein großer Vorteil war. Nach Jahren erzählten sie ihren Freunden die ganze Geschichte, und von Stund an versiegte das Öl in ihrer Lampe. Wenn sie nach der Zeit anfuhren, mussten sie wie die anderen frisch aufschütten.
auch eine wunderschöne Geschichte. Und bei der Geschichte frage ich mich immer, ob nicht vielleicht sich Tolkien von der Sage, vielleicht nicht über das, was die Brüder Grimm geschrieben haben, sondern generell die Sage dieser Bergmönche, vielleicht hat er sich davon inspirieren lassen, um die Zwerge zu erschaffen. Nur, ich weiß nicht, wie groß ist ein Zwerg? 1,30? 1 Meter? 90 Zentimeter? Ich weiß es nicht. Und diese Bergmönche werden ja als Riesen, also als Mächtige, mit einem breiten Kreuz werden sie ja beschrieben. Und wenn man mal darüber nachdenkt, in so einem Stollen unter Tage, ich glaube, da kommt es besser, wenn man klein ist. Ich war mal auf einer Klassenfahrt, Jahre her, in Tschechien. Und wir sind dort im Ausflug mit der Gastfamilie auch in so einen Untertage gegangen. So eine Tropfsteinhöhle, was auch immer. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber was ich mich erinnern kann, ist, dass ich den Helm... Gut, dass ich einen hatte. Ich bin so oft mit dem Kopf irgendwo gegengestoßen. Und ich meine nicht nur so ein bisschen gegengeditscht, sondern richtig volle Möhre gegen. Also... Ich habe mich da mehr über erschrocken als alle anderen. Das war ein Problem, weil ich war der Größte in der Gruppe. Die Leute sind vor mir gelaufen, die viel kleiner waren. Und dann erwartest du nicht, dass da plötzlich irgendwas von oben kommt. Und dann bang, knallst du dagegen. Und ich habe mich jedes Mal erschrocken. Also, so ein Zwerg hat es wahrscheinlich unter Tage ein bisschen besser als so ein fetter Riesenmönch, der, wobei... Wenn man einfach gegen die Wand schlägt und dann einen Geheimgang reinmacht und dann auf goldenen Stufen sich eine Abkürzung nimmt, vielleicht ist das dann irrelevant. Egal. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Die kennt jeder von euch. Frau Holle. Ja? Die Frau, die in den Wolken sitzt und ihre Betten ausschüttelt. Ne? Ihre Kissen schüttelt und auch schneit es. In dem hessischen Gebirge Meißner. Am Fuße des Berges Kalbe bei Brockerode findet sich der Frau Höllenteich dicht an einer Moorwiese, die mit einer halb versunkenen Steindamm eingefasst ist. Dort badet Frau Holle, macht auch von dort aus Fahrten in das Land. Blumen, Obst und Kuchen und andere schöne Sachen, die sie unten im Teich hat und zum Teil in ihrem unvergleichlichen Garten wachsen, teilt sie denen aus, die ihr begegnen und zu gefallen wissen. Faule Spinnerinnen gefallen ihr nicht. Sie beschmutzt ihnen den Rocken, verwirrt ihnen das Garn oder zündet ihnen den Flachs an. Fleißige Mädchen schenkt sie Spindeln und arbeitet für sie nachts, wenn sie schlafen, sodass die Spulen am Morgen voll sind. In der Zeit von Weihnachten bis zum Dreikönigstag, also der 6. Januar, hält sie besonders auf guten Haushalt. Da legen die Mädchen ihren Spinnenrocken aufs Neue an, winden viel Flachs darum und lassen ihn über Nacht stehen. Sieht das Frau Holle? Dann freut sie sich, segnet die Arbeit und sagt, so manches Jahr, so manches gutes Jahr. Die fleißigen Spinnerinnen, die sich so viel vorgenommen haben, sollen gute Tage haben. Auf dem Rückweg kommt sie wieder. Trifft sie dann noch Flachs auf den Rocken, so zürnt sie und sagt, so manches Jahr. So manches böse Jahr. Dabei reißen die Mädchen am Abend vor dem Dreikönigstag allen Flachs von ihrem Rocken. Richtiger und ehrlicher ist es freiwillig, wenn sie alles vorher abspinnen. Frau Holle hat aber auch Acht auf Mädchen, die nichts zu spinnen haben. Solche, die früh aufstehen und Wasser in die Küche betragen, finden Silbermünzen im Eimer. Keinen Dienst lässt sie unbelohnt. Einmal begegnet ihr ein armer Tageslöhner, der mit der Axt auf den Rücken aus dem Walde kam, wo er Holz geschlagen hatte. Dem befahl sie, ihren Wagen auszubessern. Der Mann gehorchte und schaffte, dass die Späne flogen. Als er fertig war, sagte sie huldvoll, raff die Späne auf und nimm sie dir zur Belohnung mit. Darauf fuhr sie ihres Weges. Der Tageslöhner aber dachte, was sollen dir die Späne? Du hast wohl zuhaufe genug davon. Du hast wohl... Ist das ein F oder ist das ein S? Könnte beides sein. Haufe, Hause. Beides geht. Ich würde mal sagen...
Es ist ein F. Wenn ihr genau hinschaut, also das ist nur Eigenheit in der Frakturschrift, dass das F und das S sehr ähnlich aussieht. Man findet das meistens aus dem Kontext raus. Aber ich würde sagen, wenn ich das mit den anderen vergleiche, dann ist es ein S. Okay, du hast wohl zu Hause genug davon. Er ließ sie also liegen und nahm nur ein paar aus Langeweile mit. Als er heimkam, waren die Späne alte Gold. Sogleich kehrte er um, die anderen zu holen, die er liegen gelassen, suchte aber vergeblich danach. Es war keiner mehr vorhanden. Bei Rudolfstadt in Thüringen liegt das Dorf Schwarza. Da zog um Weihnachten Frau Holle wieder vorüber. Ihrem Zuge voran ging der treue Eckart. Der warnte die begegneten Leute und riet ihnen, aus dem Wege zu gehen, damit ihnen kein Leid widerfahre. Ein paar Bauernknaben hatten gerade Bier aus der Schenke geholt, das sie nach Hause tragen wollten. Da erschien der gespenstliche Zug, der die ganze breite Straße einnahm. Die Kinder drückten sich in eine Ecke mit ihren Kannen und es ward ihnen Angst und Bange. Da nahten ihnen einige Weiber aus der Rotte, griffen nach den Krügen und tranken sie aus. Aus Furcht schwiegen die Knaben. Sie wussten freilich nicht, was sie daheim den Hochzeitsgästen sagen wollten, wenn sie ohne Bier kämen. Da trat der treue Äcker zu ihnen und sagte: Das war klug von euch, dass ihr geschwiegen habt. Geht nun getrost heim und sagt keinen Menschen, was ihr gesehen, dann wird es euren Kannen nie an Bier gebrechen. Das taten die Kinder. Was der treue Alte gesagt, trat ein. Die Kannen wurden nicht leer und es war Bier die Fülle im Hause. Am dritten Tag konnten die Knaben das Geheimnis nicht mehr bewahren und erzählten den Eltern alles. Da war es vorbei und die Krüge versiegten. Ja, wie ihr hier seht, die gute Frau Holle. Im Übrigen, der Holunder eine heilige Pflanze. Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen davon, dass wenn man den Holunder stutzt, dann tut man sich den Zorn von Frau Holle einheimsen. Aber ihr habt ja gesehen, ich weiß nicht, war das nicht so bei Frau Holle? Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu erinnern. Wäre auch ein Märchen, was ich mal vorlesen könnte. War es nicht so, dass die Goldmarie und die Pechmarie, war das nicht dasselbe? Dass die eine bei Frau Holle hat quasi immer geschüttelt, geschüttelt, geschüttelt. Aber sie hat ihre Arbeit gemacht und fand dann Gold. Und die Pechmarie war faul, hat alles liegen gelassen und fand dann nur Kohle. Ich bin mir nicht mehr sicher, müsste ich mal nachforschen. Aber super, ne? Und Frau Holle also für uns ist das jetzt nichts mehr groß, ne? Nur vielleicht für die Leute, die sich damit beschäftigt haben. Aber Frau Holle war eine große Sache damals. Also könnte sie heute auch noch werden. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, machen wir weiter. Die Springwurzel. Übrigens, ich habe es ja gar nicht erwähnt, wie alt das Buch ist, ne? Das Buch ist von 1930. Das heißt, es ist über 90 Jahre alt. Hat sich ziemlich gut gehalten, finde ich. Also war in guten Händen. Ist auch nicht verbrannt worden und er hat den Krieg überlebt. Also eine gute Sache. Aber man sieht einige Flecken hier, die sind nicht von mir. Seht ihr dann auch, wenn ich die Bilder mache, denke ich mal. Na gut. Die Springwurzel. Vor Zeiten hütete ein Schäfer auf dem Rottenberge bei Holzminden. Da stand eine Prinzessin vor ihm und sprach: Nimm die Springwurzel und folge mir. Die Springwurzel erhält man dadurch, dass man einen Vogel, Grünspecht, Elster oder Wiedehopf, sein Nest mit einem Holze zukeilt. Der Vogel, der das bemerkt, fliegt alsbald fort und weiß die wunderbare Wurzel zu finden, die Menschen noch immer vergeblich gesucht haben. Die nimmt er in den Schnabel und hält sie vor dem Holzkeil, der alsbald herausspringt, wie vom härtesten Schlag getrieben. Hat man sich versteckt und macht großen Lärm, so lässt er sie vor Schreck fallen. Man kann auch eine weiße oder rotes Tuch unter dem Nest ausbreiten, so wirft er sie darauf, nachdem er sie gebraucht hat. Eine solche Springwurzel besaß der Schäfer, der nun seine Herde verließ und der Jungfrau folgte.
Sie führte ihn zu einer Höhle, die in einem Berg ging. Da kamen sie an einer eisernen, verschlossenen Tür. Als er seine Springwurzel vor sich hielt, sprang die Tür krachend auf. Er sprang sie krachend auf. Sie ging weiter, sie gingen weiter, bis etwa in die Mitte des Berges. Da saßen zwei Jungfrauen und spannten emsig. Der Böse war auch da, aber ohne Macht. Er war an den Tischen unten angebunden. Ringsrum war in Körben Gold angehäuft. Auch köstliche Edelsteine gab es die Menge. Als der blutarme Schäfer nun diese Reichtümer lüstern ansah, sprach die Königstochter freundlich zu ihm: »Nimm dir, so viel du willst.« Ohne Zaudern griff er hinein und füllte seine Taschen. Als er wieder hinausrollte, rief sie ihm zu: Vergiss aber das Beste nicht. Diese Rede verstand er nicht, denn er glaubte, sich wohl versorgt zu haben. Sie aber meinte die Springwurzel, die er achtlos auf den Tisch gelegt hatte. Als er den Ort verließ und durch die eiserne Tür ging, schlug diese krachend zu hinter ihm zu, wobei er ihm die Ferse verletzt wurde. Die großen Reichtümer brachte er glücklich nach Hause und lebte fortan als wohlhabender Mann. Aber den Eingang zur Höhle fand er nie wieder. Ich habe mir mal kurz was dazu mal ein wenig im Internet, im Weltnetz mal nachgeschaut. Diese Springwurzel hat irgendwas mit König Salomon zu tun. Also es ist noch viel weiter zurück. Ganz gerafft habe ich es trotzdem nicht. Also wie die dann aussehen soll, ist wahrscheinlich eine Wurzel, die Türen öffnen kann und Keile verkloppen kann. So. Das war's erstmal für die erste Folge. Danach geht's weiter. Ich kann schon mal vor erzählen, was hier kommt. Die Frühlingshoffnung. Wahrscheinlich habt ihr jetzt das gesehen von der Frühlingshoffnung, habt ihr wahrscheinlich jetzt hier schon ein bisschen gesehen. Ich lese den kleinen Teil nur mal vor, so als kleinen Klippenhänger. Zur Zeit der Herbstsonnenwende verändert die Natur ihr Bild. Der Wald verödet, ein allgemeines Sterben geht über Flur und Wiese. Totenstill wird's im Haag. Nur nachts braust die wilde Jagd mit Geheul durch das laublose Geäst. Kein Vogel lockt, kein Käfer summt, keine Grille zirpt. Wo sind sie alle geblieben? Der alte Wode hatte sie hinabgezogen, der Berg hat sie verschlungen. Der schaffensfrohe Alte schläft in der Tiefe und lässt den Eisriesen droben die Herrschaft. Da fehlt ein Punkt, okay. In breiten Zügen, zu Hunderten fliegen die hungrigen Raben und munter krächzend über das weite Tal des goldenen Alten. Okay, jetzt hört sie auf für euch. Damit belassen wir's. So, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das seht. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Falls ihr Vorschläge habt, macht einen Kommentar. Und weil ihr mir folgen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren, wie ihr möchtet. Und macht's gut.